Poster session der Bonn Cologne Graduate School of Physics and Astronomy. Die Nachwuchswissenschaftler kommen aus aller Welt und sind die Besten ihrer Jahrgänge. Innerhalb von 5 Jahren können sie hier Master- und Doktorgrad erlangen. Ich bin sehr glücklich, im Programm der BCGS zu sein, denn die BCGS bietet die produktivste Arbeitsumgebung, die überhaupt möglich ist. Es ist total schön, dass es hier Seminare gibt, die normalerweise nie angeboten werden im Vorlesungskanon und die ein ganz tolles Betreuungsverhältnis von fast 1:1 haben. Die Forschung, die ich hier schon als Student machen kann, könnte ich sonst noch in einem Nationallabor in den USA machen oder eben hier. Morgen. An der Teilchenbeschleunigeranlage des Physikalischen Instituts in Bonn. Der Teilchenbeschleuniger ELSA, die Abkürzung für Elektronen-Stretcher-Anlage, steht den Studierenden für ihre Experimente zur Verfügung. Steffen Schäpe studiert mit Schwerpunkt Hadronenphysik, die Physik der atomaren Strukturen. Er ist in den letzten Zügen seiner Diplomarbeit. Die 160 Meter lange Ringanlage liefert einen hochenergetischen Elektronenstrahl, der für Experimente abgezweigt werden kann. Steffen Schäpe forscht am sogenannten Crystal Barrel Detector. Ein Jahr lang konnte der Diplomant hier experimentieren. Zuvor war er auch schon mal 3 Monate am CERN in der Schweiz. Die Graduiertenförderung macht's möglich. Man kann die Graduiertenschule durch vielleicht 3 Punkte charakterisieren. Auf Englisch gesagt, Early on Research, das heißt, die Studenten gehen frühzeitig in die Arbeitsgruppen. Zweitens Continuous Learning, das heißt, dass die Studierenden auch in der Masterphase und insbesondere auch in der Promotionsphase sich weiterbilden. Und drittens etwas, was ich mit Corporate Identity umschreiben möchte, nämlich, dass sich die Studierenden in der Graduiertenschule sich als eine soziologische Einheit fühlen, die auch verschiedene Events und Veranstaltungen miteinander teilt. Bonn Cologne Graduate School heißt Studium an 2 Standorten. Wie man das technisch löst, zeigt die Vorlesung via Videokonferenz. Professor Martin Weitz liest Quantum Optics, klarer Fall, auf Englisch. Und die Studierenden in Köln sind live zugeschaltet. Die Studierenden haben die Möglichkeit, aus einem größeren Spektrum auszuwählen. Und für den Fall, dass sie das Wunschthema nicht an dem ureigenen Standort, sondern an der Partneruniversität finden, da haben sie die Möglichkeit, dahin zu wechseln. Inhaltlich steht die Graduiertenschule auf 3 Säulen, den Forschungsschwerpunkten der Fachbereiche der beiden Universitäten. Die theoretische Physik findet sich in allen Säulen wieder. Dies sind Theoriestudierende aus beiden Standorten, die sich im Bonner Heinrich-Hertz-Raum gegenseitig über den Stand ihrer Arbeiten informieren. Für mich ist das Wichtigste der Graduiertenschule hier die finanzielle Unterstützung für Reisekosten, die es mir ermöglicht hat, im letzten Sommer ans Princeton Institute for Advanced Study zu fahren. Ich mag die Vielzahl an Vorlesungen und Seminaren, die es in Bonn und Köln gibt. Und es ist ziemlich unkompliziert, einfach hin und her zu fahren. Matthias Sitte ist einer der Kölner Doktoranden. Als Stipendiat der Graduiertenschule erhält er zusätzlich zu seiner Doktorandenstelle das monatliche Zusatzstipendium der Graduiertenschule. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer ist das internationale Umfeld, das die Graduiertenschule bietet. Schon früh werden die Studierenden in Forschergruppen integriert. Yiwen Zung ist dafür ein gutes Beispiel. Die Doktorandin, Schwerpunkt experimentelle Teilchenphysik, stammt aus Taiwan und arbeitet in Bonn an der Entwicklung von Detektoren für den großen Teilchenbeschleuniger des Europäischen Forschungslabors CERN in der Schweiz. Die Bonn Cologne Graduate School bietet mir vieles, was ich in meiner Heimat nicht vorfinden würde. Also gute Vorlesungen, gute Dozenten und nette Kommilitonen. Die Graduiertenschule hat mich für die Deutsche Telekom Stiftung vorgeschlagen. Und da ich glücklicherweise die Stipendium auch bekommen habe, finanziere ich jetzt dadurch meinen Lebensunterhalt. Rosita Sowade studiert im Schwerpunkt Optik, zusammen mit kondensierte Materie und Biophysik, die 2. inhaltliche Säule der Graduiertenschule. Die Diplomphysikerin erforscht in ihrer Promotion die Umwandlung von Infrarot in sogenannte Terahertzstrahlung. Dieser Frequenzbereich umfasst Molekülinteraktionen. Jeder Stoff zeigt da einen festen Fingerabdruck. Mithilfe dieser Technik können etwa Markentabletten von Fälschungen unterschieden werden. Namhafte Institutionen beteiligen sich an der Graduiertenschule, so das Forschungszentrum Jülich oder das Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Astronomie bzw. Astrophysik bildet auch die 3. inhaltliche Säule der Graduiertenschule. Benjamin Joachimi ist Doktorand der Astronomie und erforscht Gravitationslinsen. Sterne oder Galaxien mit großer Masse, die Licht wie eine Linse ablenken können. Zurzeit ist er selten in Bonn am Astronomischen Institut, denn durch die gute Vernetzung der Graduiertenschule wurde ihm ein Forschungsaufenthalt in London ermöglicht.
Durch die Arbeit in der Graduiertenschule in London habe ich also viele neue Kontakte knüpfen können und es wird mir sehr hilfreich sein für meine weitere berufliche Zukunft. Die Zukunft der Bonn Cologne Graduate School ist klar umrissen. Das Graduiertenschulkonzept Integration von Master und Promotion soll in einigen Jahren auf alle Studierende der Physik ausgeweitet werden. Die gemeinsame Bonn-Kölner Graduiertenschule, so die Vision ihrer Professoren, soll dem angelsächsischen Vorbild folgend als Honors Branch weiterhin den besten und talentiertesten jungen Wissenschaftlern offenstehen.